Und hier sind wir wieder. Willkommen zurück zu unserem kleinen Thymoriden-Let's Play. Ich würde sagen, wir fangen dann mal unseren lustigen Krieg an. Gegen Deli. Ja, obwohl, vorher würde ich ganz gerne, glaube ich, unsere Truppen ranschaffen. Und natürlich dann auch die richtigen Generäle einsetzen. Zum Beispiel hier wird dann unser... der General führen und hier wird dieser General führen. Dann stellen wir kurz auf 4. Steuerung, okay, das nehmen wir. Wir haben genug Manpower, hoffe ich. Wir machen genug Geld. Malva wäre ein Verbündeter für uns. Das war Jaunpur wird gerade. Ich weiß nicht, ob Jaunpur noch ein wirklich interessanter Verbündeter für uns ist. Ja, wenn ich mir das so angucke, ist Jaunpur schon quasi fast vasalisierungsreif. Ist halt wirklich so. Okay, aber wir ziehen Jaunpur diesen Krieg rein. Eroberung von... Was erobern wir denn? Schokort würde ich sagen. Und ab geht's. So, du belagerst hier, du belagerst hier. Und du wirst jetzt direkt... Und du wirst jetzt direkt nach Chagatai laufen. Und Chagatai belagern. Wir werden direkt erstmal auf 3 stellen. Ui, das ging aber flüssig von der Hand, die Belagerung. Aber wahrscheinlich waren die Festungen noch nicht hochgestellt oder so. Okay, kommen auch unsere Vasallen. Ja, unsere Vasallen stürmen schon voran. Das Gute ist, Jaunpur hält so ein bisschen die Bengalen hier hinten auf. Durch seine Festungen. Delhi wird auch gleich fallen. Chagatai hat, glaube ich, gerade. Die sind, glaube ich, noch im Krieg mit Moskau, ja. Das heißt, da haben sie ein bisschen gerade Spaß. Truppentechnisch. Erstmal auf die Technologie gucken. Ja, wir sind ihnen überlegen. Das Gute ist, glaube ich, wir haben generell viel Moral, weil wir halt viel Prestige haben. Oh, wir sind immer im Truppenlimit, fällt mir gerade auf. Das ist nicht gut. Und unser Herrscher ist nicht gerade. Entschuldigung. Unser Herrscher ist jetzt auch nicht gerade der Beste. Also wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir den. Ich würde mal so sagen, dass wir ihn verlieren. Um es mal nett auszudrücken. So, da warten wir kurz, bis sie weggelaufen sind. So, und jetzt greifen wir da an. Haben wir sie gestackt? Ja, ich glaube schon. Nice, das ist sehr schön. So, du gehst dann dahin. So, dann vernichten wir die bengalische Armee. So, du belagerst das und du stellst dich jetzt hier hin. Wir haben hier belagert. Okay, dann können wir hochziehen. Wie sieht es vielleicht mit Chagatai aus? Wollen die vielleicht Frieden? Noch nicht, aber bald wahrscheinlich. Aber bis jetzt läuft alles, würde ich sagen, so wie es soll. Also wir haben bis jetzt jede Schlacht, glaube ich, gewonnen. Oder haben wir eine verloren? Ja, die hier, aber es war noch so
unsere Untergebenen, die gerade die Schlacht verloren haben, die auch gerade wieder eine Schlacht gewonnen haben. Ihr wollt mir ein Darlehen? Nein, bestimmt nicht. Ich werde bestimmt nicht von euch hier so viel Geld nehmen, damit ihr noch mehr Geld schaffen könnt. Okay, Yauntu wird jetzt entlagert. Wir können vielleicht den Bengalen zwingen, per Camp, um uns an Yauntu zurückzugeben. Ja, das wäre vielleicht was. Und wir haben Revolten. Was haben wir denn? Der georgische Nationalisten. Da kann sich gleich die Truppe mit aus Chagatai drum kümmern, wenn die fertig sind. Und zwar jetzt. Weil normalerweise müsste Chagatai doch jetzt schon fast, ja. Noch ein bisschen warten, dann werden sie Frieden schließen. Das heißt, wir werden die Truppen hier abziehen und dahin schicken. Ihr werdet jetzt nach da marschieren und ihr werdet nach. Perfekt, Integration. Super, und ihr werdet noch da laufen. Wen habe ich denn von euch übernommen? 5000 Mann, die werde ich aber jetzt, die werde ich da noch stehen lassen. Wobei ich bin, glaube ich, ein wenig über dem Einheitenlimit. Ja, die werde ich dann noch auflösen. Die Festung hier werde ich auch abreißen. Obwohl die da eigentlich auch ziemlich gut standen. Na ja, gut, ist egal, ob wir die oder die nehmen. Dann konvertieren. Ach, Kacke, ist das viel Geld. 18 Gold, na gut, das können wir momentan uns nicht leisten, 18 Gold zu bezahlen, zu konvertieren. So, zum Beispiel Bengal. Wie sieht's denn mit euch mit Frieden aus? Geht so. Nicht wirklich amused. So, Chagatai, wie sieht's bei euch aus? Ihr macht doch bestimmt gerne Frieden. Ja, macht ihr. Kann ich sogar von euch was fordern? Nein. Okay, aber ist mir eigentlich ziemlich egal. Hauptsache, ihr seid aus dem Krieg raus. Wir haben eine Schlacht voll. Achso, sie haben uns angegriffen. Okay, es ist jetzt kein schwerer Verlust, dass wir die Schlacht verloren haben. Zumindest in meinen Augen. Oh, sehr schön, Belagerung. Dann marschieren wir weiter. Die entlagern gerade die Provinz, was aber hinnehmbar ist. Werden jetzt hier mal ein bisschen schneller machen. Jetzt auch mal auf 4 hauen. Wie sieht es übrigens aus mit unserer Armee? Ja, die ist bald da, die Rebellen zu bekämpfen. Die Festung sollte gleich fallen. Das Problem ist halt, dass die gleich fällt. Das ist ein bisschen stört. Da werden wir hoffentlich vielleicht den vor davor kommen und dann dahin marschieren können. Sehr schön. So, Jaunpur, du, Bengalen, ihr gebt an Jaunpur die Kämpfe jetzt zurück. Ja gut, dann führen wir diesen Krieg halt noch ein bisschen länger. Ich glaube nämlich, dass wir uns hier etwas länger leisten können als ihr. Auch wenn unser Manpower schon ordentlich runtergegangen ist, muss man sagen. Die Festung wird jetzt auch nächsten Tick hoffentlich fallen, weil sonst ist es echt ein Witz. Ja, ist gefallen. Das heißt, wir marschieren auch noch da, um die Armeen zu stellen. Wir werden jetzt erst die Armeen Delhi töten gehen und dann die oben. Also Bengal, wie sieht es denn bei euch aus? Ihr wollt immer noch. Ah doch, ihr wollt langsam, wollt ihr doch Frieden schließen. Ja, damit kann ich leben. Dann vielleicht sowas wie Kriegsreparation. Nee, aber damit bin ich vollkommen zufrieden. Okay, ihr werdet jetzt nicht dahin laufen. Ihr seid viel zu viele dafür. Ach ja, also, wir haben eigentlich, können wir sogar schon Frieden schließen.
Also ich möchte die Jaunpur auch nicht wieder zu stark machen, weil nach ich muss hier, wir müssen ja auch früher oder später besiegen. So, welche Provinzen brauchen wir auf jeden Fall? Die hier, glaube ich, alle. Koalition kann uns eigentlich relativ gestohlen bleiben. Sind alles relativ schwache Länder. Die Gujarat sind, Chagatai, Gilan, Malwa und Abadir. Na gut, Malwa ist recht nervig. Ist Malwa immer dabei? Nein, okay, nur wenn wir diese Provinz hier nehmen, ist Malwa noch dabei. Das heißt, gut, wir haben jetzt auch Februar. Können wir den Tick nicht abwarten. Nehmen wir halt das. Ist jetzt auch nicht so schlimm. 600 Gold. Sagen, das ist ein guter Frieden für uns. Ja, dann Frieden. So. Du läufst wieder dahin. Du nimmst dir dann diesen General hier. Wir haben eine Revolte. Wo haben wir die? Darum kümmert sich die Armee. Wer seid ihr? Ladaka. Ich werde eure Dings nehmen. Du rennst dahin. Wir haben eine Mission erfüllt. Was kriegen wir dafür? Schadenerkampf, naja. Wir haben wieder ordentlich was zu konvertieren. Ja, nein. Abbrechen. Erst zu Koren und dann zu konvertieren. Einer unserer freier Untertanen meint, er müsste aufmucken. Wer ist es? Ach, der. Ladaka. Was habt ihr denn für ein Problem? Annektiert Vasall, Axis Expansion. Guck mal runter. Wir haben ein bisschen Überdehnung. Obwohl, geht eigentlich. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Okay, wir sind sehr gut dabei. Sehr gut. Sehr gut dabei. Freut mich, das Volk ist auch glücklich. Stabilität plus 1, sehr schön. Ja, ihr solltet auch angreifen vielleicht. Ich habe euch, glaube ich, den falschen Marschbefehl gegeben, aber das solltet ihr locker gewinnen. Die sollten sogar Malus kriegen. Ja. Steiler Lokal bis 20%, auch schön. Boah, ich würde sagen, wir sind eigentlich schon ziemlich gut dabei mit unseren Timuriden. Auch wenn man. Oh, der ist auch noch Belagerung. Der ist echt nice, der Typ. Belagerungseffizienz plus 15%, also der ist echt. Also der Mann, das ist echt ein super General für uns. So, dann töten wir kurz die Inder hier. Okay, vernichtet haben wir sie. Disziplinberater auch nicht. Ja, wir haben schon eigentlich schon viel geschafft in den, ich glaube, 8 oder 7 Folgen, die wir jetzt haben. Ich bin auch sehr stolz auf Timurin. Aber wir hatten auch einen guten Start. Die Ming hat sich nicht eingemischt und Rosalen waren recht schnell integriert. Auch wenn ich glaube, die Folge leider nicht gesehen habe, wie wir sie integriert haben. Da hatten wir echt Glück, dass das so schnell flott ging. Ja. Jetzt ist halt die Frage, wie verfahren wir weiter? Ich würde ganz gerne, glaube ich, das Mogulreich gründen. Das wäre zum Beispiel eine Idee, die wir machen können. Oder das Mogulische Reich könnten wir vielleicht auch sogar gründen. Oder Yuan. Das ist halt alles interessant, was wir später machen können. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir uns auf jeden Fall hier so den Nordteil Indiens erobern werden. Den Nordwesten erobern werden und dann werden wir mal gucken, wie wir uns ausbreiten. Vielleicht werden wir auch ein bisschen mehr nach hier uns erobern. Wir werden vielleicht auch früher oder später mit den Osmanen zusammenhängen im Krieg. Warte, war das nicht die super teure Provinz? Ja, naja, müssen wir uns auch mal leisten. Wir haben gerade genug Geld dafür. Vielleicht mit dem Osmanen, mit dem Moskau werden wir auch noch früher oder später Probleme kriegen. Mit der Ming werden wir noch Probleme kriegen. Also wir haben dann auch ordentlich Potenzial, würde ich sagen, was Probleme angeht. Wir sind halt mittendrin.
wenn ich mir schon nicht. Obwohl die Ming ist gar nicht so stark momentan. Also sie wäre mit dem Osmanen zusammen, könnten wir den töten, also vernichten. Ja, das Problem ist, der Osmane wird da wahrscheinlich nicht mitmachen. Und die Ming interessiert das nicht. Was ich aber sehr schön finde, ist, dass der Osmane. Das ist sehr interessant, weil wir könnten uns relativ viele Verbündete gegen den Osmanen holen. Also zum Beispiel Frankreich ist, hasst den Osmanen. Das Problem ist, Frankreich würde sagen, nein, weil wir zu weit weg sind. Ja. Österreich hasst den Osmanen. Die werden aber auch nein sagen, obwohl er schon näher ist. Der Russe wird auf jeden Fall ja sagen, was schon ganz nett ist. Und der Mameluke würde sogar vielleicht sogar. Okay, nein. Aber der Moskauer, ich glaube, wir werden uns mit dem Moskauer jetzt auf jeden Fall schon mal verbünden, damit wir den auch als Bündnispartner haben. Auch wenn wir eine diplomatische Beziehung zu viel haben, aber das kann ich verkraften. Unsere Vasallen, ja, eigentlich sind sie alle sehr treu, außer unser lieber Freund Ladaka. Kacke, du bist mit dem Osman verbündet. Aber du bist mit Mara verbündet. Wer ist Mara? Okay. Ich glaube, wir werden jetzt einen Krieg führen hier unten, um unseren Oman wieder ein bisschen zuvor wieder richtig hinzukriegen. Weil der ist so ein bisschen verkrüppelt worden da. Von ihren Feinden. Sollte eigentlich eine Armee reichen. Da tun wir in unseren 3-Sterne-General rein und okay, unser 3-Sterne-General, der gerade anscheinend gestorben ist. Dann würfeln wir. Okay. Toll. Okay, dann kommst du rein. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass unser 3-Sterne-General gestorben ist. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber wir haben 87 Armee-Tradition. Wir sollten doch besser würfeln als das, was wir gerade gewürfelt haben. Das ist doch absoluter Mist. Jawohl, 4 Nahkampf ist jetzt nicht absoluter Mist, aber den werfe ich jetzt weg. Der ist zu schlecht. Würfeln wir noch einmal, auch wenn das 4 im Armee-Tradition kostet, aber. Ja, sowas will ich sehen. Sowas ist doch gut. Ich stelle nochmal. Ja. Ja. Haben wir schon den Gewaltmarsch? Ab 15. Ich möchte ja jetzt nicht. Ich möchte jetzt kein Pessimist sein oder so, aber. Ich glaube. Nicht, dass wir die besiegen können mit unseren 24.000 Mann. Mussten wir Truppen ranziehen. Und du kriegst den hier. Das ist natürlich jetzt sehr ungünstig hier, dass wir jetzt auch noch gefangen sind. Unsere Flotte, glaube ich, jetzt auflösen und uns eine Galeerenflotte hochzimmern. Alle hat minus 25%, auch nicht schön. Okay, die brauchen noch ein bisschen, bis sie da sind. Wie sieht es mit einer teuren Konvertierung aus? Die ist auch bald fertig. Das ist sehr schön. Kernprovinz haben wir auch bald. Entschuldigung. Der Krieg hier unten läuft aber eigentlich recht angenehm. Ich hätte mir von denen eigentlich mehr Gegenwehr erwartet. Gut, das große Problem ist, dass wir gerade auf Hormus gefangen genommen wurden. Sehr gut, jetzt können wir ein bisschen konvertieren. Und zwar die Provinz erstmal, weil die schnell geht.
Ja, okay, das hätte man, glaube ich, auch sogar noch so geschafft. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Und Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. So, ihr werdet wieder nach Teheran marschieren. Ihr werdet euch jetzt dahin stellen. Kriegt den General. Ja, und das ist jetzt sehr ärgerlich, dass wir nicht rüberkommen. Vielleicht sollten wir diese Armee. Ich kriege hier über die Tet Zugang. Okay. Das heißt, diese Armee wird jetzt hier marschieren. Tet Zugang bitten. Dann wäre jetzt auch unterlaufen. Multanische Nationalisten. Okay, Berater. Wir brauchen hier einen Missionarsberater. Multanische Nationalisten, wo sind die denn? Multan war doch hier, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ja, hier. Dann verdienen wir wenigstens wieder ein bisschen Geld. Okay, das nächste Mal sollte ich vielleicht mal darauf achten, dass die Gegner eine Flotte besitzen. Dann kann ich aber auch nicht mal auf alles achten, finde ich. So, haben wir da. Nein, haben wir natürlich nicht einen guten Berater. Legalismus. Wir suchen direkt die Schlacht. Die sollten wir nämlich sehr einfach gewinnen können. Da wir mehr Militärtech, höhere Moral und mehr Disziplin haben. Okay, dann werden wir erstmal belagern gehen hier. Mal ein bisschen nachholen. Wenn wir das nehmen. Okay, werden unseren Einheiten sagen, dass sie doch nicht hinterherlaufen sollen. Okay, ich will das machen. Ich glaube, ich werde doch nicht die nehmen. Wir werden nicht wirklich die humanistischen Ideen nehmen, weil Unruhen machen uns halt wirklich Probleme. Und da wir sowieso momentan die Idee noch nicht mal wirklich durch haben, lohnt es sich eigentlich keine Admin-Idee zu nehmen. Eigentlich lohnt es sich. Manöver-Armeeanführer, auch nett. Konvertierung, dann konvertieren wir das. So, du löst die Beziehung mit dem Osmanen auf, gibst mir all dein Geld. Okay, gibst mir doch nicht dein Geld, gibst mir Kriegsreparation und auf Wiedersehen. Okay, sehr gut. Hier, Konvertierung. Stehen wir kurz mal auf 3. Kosten Kernprovinzen, Effizienz Steuern. Was sieht's denn aus? Können wir mal ein paar. Ja, hier bauen wir mal ein paar Manufakturen. Wir sind mal heute so. Du warst mal eine Kernprovinz. Du bist noch immer noch eine Kernprovinz Oman. Okay, hier, der Oman kriegt auch noch was Neues.
Und da ist die Folge mit zu Ende. Dann würde ich sagen, schließen wir kurz auf den Frieden. Wir haben ja die Zeit. Obwohl, nein, können wir gar nicht, oder? Will jedem schon Frieden mit uns haben? Nee, okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Folge und ciao, man sieht sich.